Ich bin MC René und das ist meine Story. Anfang der 90er Jahre, wo ich mit der Hip-Hop-Kultur in Berührung kam hier in Deutschland, war das ja ein sehr, sehr kleiner Kreis, haben nur wenige Leute gemacht. Und da war ich halt mitten dabei. Und da wir die Vorreiter waren, haben wir dann auch erste Tonträger veröffentlicht. Und so sind wir halt durch die Lande gereist. Und das war sozusagen eine sehr, sehr romantische Hip-Hop-Zeit. Und dann wurde dieses ganze Spaßding auf einmal auch immer ernster, immer weiter auch im Fokus der Medien. Als es dann später zu einem Business wurde, musste ich natürlich auch die harte Schule des Lebens kennenlernen. Es kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich durch meine künstlerische Tätigkeit nicht mehr das Geld verdienen konnte, um meine fixen Kosten zu finanzieren. Also habe ich im Callcenter angefangen. Da mein bürgerlicher Name René Elkasray ist, hat das keiner am Telefon verstanden. Also habe ich mir einen anderen Namen gegeben, Stefan Eckert. Am Anfang hat es mir auch Spaß gemacht. Das Problem war letztendlich, dass man sein wahres Ich nie verleumden kann. An dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr das Telefon in die Hand nehmen, es geht nicht mehr, habe ich mich so in die Ecke gedrängt gefühlt. Und dann hatte ich auf einmal die Idee, Bahncard 100. Ich fahre jetzt einfach mit der Bahncard 100 rum und trete auf. Ich habe mir gedacht, ich mache was Neues und will jetzt Comedian werden. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe total Bock drauf. Dann war es soweit. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe einfach gefühlt, es war genau das Richtige. Ich will genau jetzt das machen. Und die Leute mochten mich und es hat total funktioniert. Ich war nicht reich, ich hatte keine Wohnung, ich wusste noch nicht, wo ich pennen sollte, aber ich war glücklich. Und das war ein entscheidender Moment. Dann habe ich ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben. Über mein Leben auf den Gleisen der Nation, auf den kleinen Bühnen. In dem Augenblick ging es nicht darum, Comedian zu werden, sondern es ging darum, etwas aufzugeben. Auf einmal habe ich erkannt, okay, deswegen habe ich die Reise gemacht. Das Konzept, das war das eigentlich Entscheidende. Ich habe für mich persönlich erkannt, dass ich gut in etwas bin, wenn es mir Spaß macht. Und wenn ich Leidenschaft dafür entwickeln kann, dann bin ich auch bereit, sehr, sehr hart dafür zu arbeiten, weil ich weiß, wo ich hingehen will. Ich mache ein Album, ich bringe das raus, ich gehe auf Tour. Aus dieser Anfangsmission zu emanzipieren, das war sozusagen das nächste Level, was ich als Mensch erstmal erreichen musste, um wieder zurück zur Musik zu kommen.